aus Ungarn, Christoph Klaus und Potent Czerny! Christoph Klaus, natürlich Klassensieger und Gesamtsieger, die wunderschönen Rallye W4.at, und hier gibt es natürlich auch den Champagner. Er überlegt sich jetzt gerade mal, dass er noch bleibt. Christoph, a fabulous victory now in the Waldviertel. It was the first time on gravel with a four-wheel car. Yeah, it was a really good rally and a really good fight all the time it's in this rally, and we can improve pretty much. Yeah, absolutely. This improvement is much better than everything you had before here in the Waldviertel. You know it, the Waldviertel was every time full with mud, and this time it was absolutely dry. Yes, now this shiny weather conditions was really good for us, and we were pushing as we can, so it was the best part. Christoph Klaus und Potent Czerny! Ja, der Potent will spritzen. Oh, da kommt das ganze Team. Das ganze Team, jawohl, hier kommt das gesamte Team, meine Damen und Herren. Das ist Tradition. Das nehmen wir natürlich gerne so mit den wunderbaren Bildern. Und jetzt kommt auch noch der Champagner dazu. Okay, gut, ich gehe ein Stück weg. Es wird feucht, nicht nass. So, herrliches Foto haben wir jetzt einmal. Stöhe. Achso, Entschuldigung. Und 3, 2, 1, Champagner! Nochmal ein Riesenapplaus für den Gesamtsieger, Christoph Klaus und Potent Czerny! Herzliche Gratulation, da gibt es jetzt noch einmal die Fotos, jawohl, rauf aufs Fahrzeug, das Team rundherum. Und da kann man auch nochmal sehen, da so ein Spitzenteam, wie viele Menschen da im Hintergrund arbeiten, dass es den beiden so gut geht. Ja, und den Applaus, den nehmen Sie mit hier von uns aus dem Waldviertel, meine Damen und Herren. Begleiten das Siegertour noch einmal mit einem Riesenjubel hier. Christoph Klaus und Potent Czerny, Gesamtsieger.